Wir machen aber weiter. Ja, sind Level verteilen wir gleich. Hexenwald, Spukstollen zurück ins Schloss, versteckt halten. Machen wir versteckt halten. Mal sehen, was das ist. So, wir verteilen eben nur das Level. Und so. Sieht sehr nett aus hier. Ach so, jetzt darf ich mich auch nicht zeigen. Yay, genau am Rand. Nein, soll ich wahrscheinlich auch nicht aufwecken. Vielleicht ist eingenickt, Ziel ins Über. Oh, wer hat mich da gehauen, Klonk? Tut mir leid, ich werde dir mir deine Klamotten borgen. Ach so. Dem sollte man ein Ende setzen. Es fliegt alles auf. Hey, keiner kann. Ich hätte auch so noch hier vorbei können. Durchbrechen. So. Ich werde befördern muss. Okay, mein Vieh kann ich auch nicht holen. Stehen bleiben, Passwort oder Beule. Also mal dazu. Was, du kennst bloß noch nicht, wer zum Dübel bist du? Laufen wir erst einmal los, bevor wir reden. Puh, fast erwischt worden. Nächstes Mal mit mehr Vorsicht. Wir haben Schichtwechsel. Na, wollen mich verarschen? Wache, also kommt keiner vorbei. Der sagt nichts. Hier, das haben wir ja schon hinter uns. Piratenwache, hey, keine Klingenbeil durchbrechen. Der sagt, ah, dann werde ich befördert, dann muss ich Patrouille mehr übernehmen. Ah, du Grasornament da drüben, komm. Was? Du kennst hoffentlich noch das Passwort, oder? Aber was kann man von einem jämmerlichen Gnomen erwarten? Nix, da ich weiß es, Kurzbein, Kurzkehr, kurzatmig. An dir habe ich mich erinnert, danke. Was ist mir so an? Ich bin 2 cm größer als dazwischen. Steht kein Löffel. Stell mir ein Passwort oder Beule. Natürlich kenne ich das Passwort. Gnome haben kurze Beine. Wenn mal, das war mal das Passwort, so kann es passieren. Das war mal das Passwort. Egal, vielleicht wirst du es eines Tages, wirst du eines Tages. Okay, dann kann ich nichts machen. Okay, ich glaube, ich sollte hier wirklich schön zuhören. Sehen echt fies aus, klingt aber zu brauchen Patrouillen. Wir sind doch Profiwächter, kein Schimmer, aber an mir kommt jedenfalls keiner vorbei. Tja. Du, das grüne Wölfe, ihr sollt besser nicht sehen. Okay. Da bin ich noch ganz flott durch vorbeigekommen. Plötzlich nicht vom Fleck. Wir sollten umkehren, vielleicht gibt es hinten einen Weg. Nein, gibt es nicht. Das ist doch scheiße. Und schon wieder knapp durch. Beiden Köpfe zusammen, worüber sie reden sie wohl? Ich frage mich, warum Wölfe unser Gebiet meiden. Das kann ich hier sagen. Schau mal zur Blume da. Wölfe allergisch auf die Pollen, die verkleben den Wölfen ihren Näschen. Ließe sich doppelt überlegen, bevor sie sich an mich beißen.
Tja, jetzt kann ich ihn natürlich sammeln. Und vorher kommt man vielleicht Wölfen vorbei. Aber jetzt bin ich in Pollen. Ach so. Pollen zugesetzt. Aha. Tja, es ist natürlich toll. Wir haben es gefunden, in der Chefkammer der Piraten ist hier. Wir haben eine große Bombe in der Hand. Kampf enden, was? Fährt die Bombers Bomben verletzen ihn genauso wie dich? Glaubt ihr, die Bomben nehmen seinen Bomben, um ihn den Chaos zu machen? Okay. Komm mal her. Ich kann natürlich nicht einen einzigen Skill einwenden, das ist natürlich echt doof. Komm mal her. 3, 2, 1, Booms. Was? Der hat mich doch gar nicht gehauen. Miss. 3, 2, 1, Bam! Meine Drohne hier. Zwei, eins, Boomsa. Eine Bombe noch, komm. Drei, zwei, eins, Bam Bams. Also für die Schätze und Juwelen, woher nehmen die Piraten das Zeug nur? Moment, diese Münzen, das Gold, die sind nur mit Gold überzogen. Weil es umgültungssüchtigen Piraten gibt. So, so. Okay. Und der Ausgang ist da vorne. Durch den Thron! So. So, wir haben Fires Belohnung. Und jetzt machen wir ja doch alle, weil wir hier neu sind, zurück ins Schloss, Spukstollen oder Hexenwald. Wir machen mal zurück ins Schloss. Spukstollen und Hexenwald merken wir uns fürs nächste Mal. Hallo Lucy, wie geht es dir? Bitte rette Lancelot. Lancelot, wo bist du? Wollt ihr was von mir? Wow, da hört noch viel aus. So, Werwolf. Gehen wir schnell diesmal. Mal halten viel aus, mal wenig, wie es scheint. Das ist echt lustig. So, diesen Blatt. Oh, jetzt tauchen hier Glücksbomben auf. Das ist sehr schön. Ja, Lucy, dann gehen wir weiter. Ja. Wie gern man nicht auch in einem Schloss oder so leben würde. Mit solchen schönen Steingemälden hier. Bitte räume mich schnell aus dem Weg. Aber warum trifft nicht jeder Schlag? Nur sie vorwärts, ich weiß genau, das Lancelot auf mich uns wartet. Okay. Läuft irgendwie komisch hier. Wo ist denn Lucy? War doch eben noch hinter uns, die Kleine. Brüll. Krächz, ächz. Kampfende. Okay, hier geht's nicht weiter. Nehmen wir halt die andere Seite. Skill klingt ab. Ah.
Schuras, Kahns, Rudel, sonst was, bla bla, Hans hat die Wurst. Okay. Okay. Hallo, Shogakan. Boom, EP, ach so, nee, das ist was anderes. Was, bis Wildlenze, wie ist das möglich? Alpha Werwolf. Sollen wir ins Schloss gelangen? Ich kam zu Schwachkopf, diesmal habe ich Verstärkung mitgebracht. Das kleine Schönheit überhaupt zurückgekehrt. Ja, ich bin zurück, das Mal werde ich dir dein Leben nehmen, haha, du und dein Scherz. Das ist ein Wachendiener getötet, dafür musst du bezahlen. So, und der Shogakan ist auch schnell platt gemacht. Bei Shogakans Leiche findest du ein Fläschchen. Lucy kümmert sich um Lancelot, der kurz darauf voll Lebensfreude aufspringt. Lancelot! Wie ich ja schon so oft gesagt habe, es sind wirklich alle da. Bekannte Figuren von überall. Lucy, gibt's ja jetzt einen Film, Lucy. Hahaha. Das wussten die aber zu der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht, dass das kommen wird. So. So, aber die meisten Sachen sind halt bereits bekannt gewesen und vieles, was hier wahrscheinlich auch kommt, wird weiter in dem, ich sag mal, Stil gehalten, die Namen aus zig bekannten irgendwelchen Sachen zu nehmen. Games und Filme und alles Mögliche. Ich glaube, die erhoffen sich dadurch einen Wiedererkennungswert, einen Wert, der die Leute dann daran bindet, dass einfach hier, kenne ich von da, den kenne ich von da und so alles. Ist nicht unbedingt so. Ich würde sagen, ist sogar eher weniger so. Sprich mit Taddeo, um die Quest zu beenden. Taddeo, Taddeo, Taddeo. Siegen des Windes. Nicht entwickeln, schenken. Jetzt hat er mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch bekommen. Hatte er nämlich vorher erst nur 3. Ja, fuck, wo will denn der hin? Ach, Schummeringen. Ah, da können wir noch gar nicht hin. Zeigt mir die gar nicht erst an. So. Und jetzt wollen wir Panzerlöwenfleisch und gepanzerte Klippenlöwe und bla 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 machen. Und Hans, die Wurst und alles, ne? Wir wissen Bescheid. Gut, wir wissen, wo die sind. Und lassen uns droppen. Und gucken, was die uns droppen. So. Die sind alle reichlich schnell platt gemacht. Keine Ahnung, warum unser Apollon so platt ist. So. Okay, das Flash Summon geht sehr schnell. Was macht... Ich hasse das. Ja, komm, verschwinde aus dem Bild da, ey. Das ist echt nervig, ganz ehrlich. Okay, viel Schaden macht das eigentlich nicht. Das ist immer nur gut zum Stunnen und alles. Nein, den brauchen wir nicht. Ich brauche die da. Und den hier brauche ich auch noch. Und den hier natürlich auch noch. Und platt ist er. Ach, haben wir jetzt. So, sprich mit Benito und Gewürze von Gewürzsträucher erhalten. Gewürzsträucher sind wo? Die müssen wir auch noch platt machen, immer wieder. Müssen wir mal gucken, dass wir das die Tage irgendwie dann noch so zwischenschieben während der Aufnahmesession. Jetzt wieder mal wieder so ein bisschen die Viecher am Platt machen. So, 5-mal Gewürze bitte. Also Gewürzsträucher hätte ich auch gerne.
kann man ja Ewigkeiten mit Wurzeln, mit einem einzigen Strauch. Diakonin! Was machst du eigentlich hier? Teenager, dein Glaube wird zusichtlich groß. Teenager, danke! So jung bin ich auch nicht mehr. Hallo, runter, danke. Ende. Victoria, was ist los? Also belohnen wir Waffenverstärkung natürlich. Okay. Bobby mit Rebecca und bla bla bla. Machen wir mal so hier. Ach, Rebecca, ich weiß, wo Rebecca ist. Das ist die Reisehändlerin hier hinten. Ach so, gut. Dann machen wir auch das Vieh eben platt noch zwischendurch. Diesen Eisenschnabel gerettet. Gerettet ist das okay. So, ich bin jetzt extra abgestiegen, damit wir direkt von hier aus unseren High-End-Sprung hier machen können. Hallo. Und da ist er. Okay, hier sind noch fragile Vogelnester. Ich habe gerade geguckt, ob das vielleicht irgendwie die die Dinger dafür die Mineralien sind und so. Amethysten und alles. Hat jemand was liegen lassen? Und ich hab's bekommen, nett. Bobby! Schließen. Rebecca! Ende. Und mit Ilo reden. Hallo, mit Ilo reden wollte ich. Danke. Ende. Okay. Okay, jetzt muss ich hier wieder ein paar Viecher töten. Oh, hier habe ich doch direkt die ersten. Hallo? Warum hat es nicht getroffen? Ah, es hängt. Das ist doch so wunderschön. Okay. Wenn die Items hier so angezeigt werden, ist auch echt nervig. Können wir aber nichts dran ändern. So. Ich krieg kaum von den Items, das ist echt unfassbar. Komm, und yay. Na, haben wir jetzt bekommen. So, und Talhartschild-Insekt. Ne, die brauchen wir nicht mehr. Da, Talhartschild-Insekt. Wütender Aasvogel. Ah, Mineralschalen, das sag ich doch. Die Dinger. Wir brauchen nämlich dieses Zyanerz und alles. So, einmal mit Ilo sprechen. Illuminaten. Ilo kenne ich auch irgendwo anders her. Ich weiß aber nicht genau woher. Ach, Aasvogel, ein Paket von sonst was. Infizierter Aasvogel, warum ist denn der schon so angeschwächt? Naja. Ein Schlag verpasst. Laute Stimme. Das ist ein Special Item. Aus dem Hals eines Monsters stammen diese Stimmbänder. Sie sind schwer als Ganzes zu finden, deshalb wird dafür ein guter Preis bezahlt. Benutzt kann ich es nicht, aber sind anscheinend zum Verkaufen gedacht auch. Und ist wohl viel wert. Ich hoffe es doch. Wobei, wir können Geld gut gebrauchen. Ach, da ist das Paket. So.
So, läuft ja ganz gut mit dem Wegtöten der Gegner. Oh. Und noch infizierte hier hinten. Da noch ein und dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Was haben wir da bekommen? Ach so, wichtiges Paket, ja. Der kriegt schon sein Paket jetzt hier. Ende, Ende, okay. Anführer der Aasvögel. Aha. Anführer der Aasvögel. Ach so. Für solche Dinge benutzen. Ist aber auch nicht gerade stark, das Vieh. Ja, dann sprechen wir wieder mit Eno. Ging aber schnell. Okay, jetzt haben wir wirklich ziemlich flott eine Quest nach der anderen hier wieder durchgezogen. Das geht aber auch manchmal echt einfach nur schnell. Matschlinge, mit denen hatten wir auch schon zu tun. So. Oh. Aber da haben wir den Blatt gemacht. Ach so, das ist... Oh. Jetzt haben wir natürlich das Ei gegen diese Segelrune getauscht. Egal. Wunderstauch. Und diese Matschling hier fertig machen. Alles in einem Rutsch. Fürs Töten von denen kriegen wir doch sowieso auch die Erfahrung, oder nicht? Also nicht gar Erfahrung, Geierpunkte meine ich. Weil dafür ist ja auch das hier gedacht. Oder kriegen die Geierpunkte nur, wenn man im Dungeon ist? Und die kriegt man dann ja auch nur, wenn man die Bosse besiegt. Das heißt, der Rest, der kann mir egal sein. Wir brauchen ja Unmengen Geierpunkte. Da würde ich glatt auch schon sagen, wir gehen gleich noch unsere Runden in den Dungeon durchziehen. Aber so gut wie es geht, nur die Bosse platt machen. So, gleich haben wir es fertig. So, und Victoria. Wir sollen wieder mit Victoria sprechen. Victoria ist hinten. Dann beeilen wir uns mal ein wenig. So, hier hinten, oder? Ja, da. So, das ist eine ziemlich steile Brücke hier. Für mich wäre das nichts mit meinem Astmann. Und Booms. Fallra. Gut. Geröll-Matschling. Aha. Haben wir als erstes das Matschlings-Ding hier abgeben. Schade, dass man nicht einfach alle hinter sich herziehen kann. Einfach mal alle holen, dann direkt hier hingehen und alle. Das war Gabri. Alle einfach abgeben. Wäre viel einfacher. So, viel zu viele am Leuchten hier. So wie es momentan läuft, brauchen wir auch keine Tränke, aber ich hole mir jetzt trotzdem mal neue noch. Wo waren die Händlerin dafür? Nicht da oben. Wo ist so ein Lebensmittelhändler? War das da? Nein, ich meine nicht. Feinschmecker und Wundermixologe. Kannst du ein Wundermixolo gewesen sein oder der, nee, der hier hat auch schon. Wollen wir uns mal holen? Wir holen uns zur Sicherheit 30 Stück. So, ja, wir wollen die 1,7 Gold ausgeben dafür. Religiöser Mechaniker. Schaden. Quadrat, also es ändert sich nichts außer das Aussehen. Von daher sind diese Dinge eigentlich alle scheißegal. Kostüm, Abenteurer. Wir kriegen ja von teilweise von Quests schon die ganzen Kostüme, von daher. So, ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt verwenden sollte oder so.